Eninger, Wellmann, Rädler und Konzelmann, so oder ähnlich heißen die meisten Kicker beim FC Wangen. Der Traditionsclub im Allgäu spielt in der Fußballverbandsliga. Zurzeit mit eher bescheidenem Erfolg. Die Wangener liegen auf Tabellenplatz 15, soll heißen vorletzter Platz. Das genügt den Ansprüchen natürlich nicht. Und deswegen sollen die Herren Eninger und Rädler neue Mitspieler bekommen. Die heißen Saiku Omar Savo und Rick Smith. Sie kommen aus Gambia und Jamaika. Peter Albert, Trainer des FC Wangen. Was sind das für Spieler, die Sie da aus dem Tabellenkeller führen sollen? Ja, das ist zum einen beim Rick Smith, der nächste Woche hier landen soll, voraussichtlich München. Handelt sich so um einen aktuellen Nationalspieler aus Jamaika. Deshalb kommt er auch erst verspätet. Aus unserer Sicht geplant war schon früher, weil er am Wochenende jetzt noch Einsatz hat für die Nationalmannschaft Jamaikas. Und Saiku ist bereits vorgestern gelandet. Spieler aus Gambia, nach meinem Kenntnisstand U17, Nationalspieler auch in vergangenen Zeiten für Gambia. Beide Spieler, die zum einen defensiv, was den Gambianer anbetrifft, zum anderen offensiv, was Rick Smith anbelangt, uns natürlich entsprechend in der prekären Situation sportlich natürlich weiterhelfen sollen. Haben Sie die beiden schon kicken gesehen? Ich habe natürlich auch nur, was jetzt natürlich Medienrealität anbelangt, Internet etc., auch Bewerbungsvideos etc. gesehen. Aber die beiden sind ein bisschen gebrieft, weil der Kontakt entstand ja doch einen unseren Torhütern, der sich auch sehr dafür eingesetzt hat, Fabian Dubeck, der zusammen mit Mario Villaboa, der inzwischen ja auch schon einige Jahre in Wangen spielt, die alle zusammen haben in den USA eben in dieser entsprechenden College-Mannschaft gespielt, wo unter anderem auch Rick Smith ein Mitspieler war. Und der Bruder des gambianischen Spielers, den wir jetzt auch verpflichtet haben, war der Trainer von allen. Insofern, wie gesagt, gibt es natürlich eine Vorgeschichte und alles im Prinzip eingeleitet durch unseren Fabi Dubeck. Wenn Sie solche Spieler verpflichten, Herr Alba, heißt das, dass es im Allgäu zu wenig gute Spieler gibt, die dem FC Wangen helfen können? Natürlich gibt es Allgäu auch einiges her, aber wer die Verbandsliga Württemberg kennt und ein bisschen Insider ist, weiß, dass zwei Drittel aller Mannschaften im Stuttgarter Raum situiert sind, wo extrem hohe Budgetierung ist, wo extreme Spielerbörse ist, also richtiger Fußballnabel natürlich auch entsprechend vorzufinden ist. Und da ist als Mannschaft aus der Provinz, sprich für uns, den FC Wangen, natürlich nicht einfach da mitzuhalten. Insofern wollen wir weiter diese einmal Studentenschiene, einmal diese internationale Schiene natürlich unbedingt aufmachen, um da konkurrenzfähig zu sein. Jetzt kommen die Spieler aus Gambia und Jamaika und landen ausgerechnet im schönen Allgäu in Wangen. Was wollen und können Sie tun, damit sich die Spieler auch hier wohlfühlen und gut einleben? Ich meine, da gibt es zum einen Erfahrungswert, was Wangen allgemein anbelangt. Es gibt ja schon seit längerem die Kooperation auch mit Togo. Togo war ja auch 2006, hat das WM-Quartier bezogen in Wangen. Insofern ist Wangen entsprechend schon ein bisschen vorbereitet auf Integration, was solche Spiele anbelangt. Zum anderen auch meine persönliche Vita ist so, dass ich ja auch schon lange im Fußballgeschäft bin, auch international. Und da entsprechend natürlich, wie Wangen auch, so meine Vorerfahrungen habe. Und da werden wir entsprechend alles tun, damit sich die Spieler natürlich wohlfühlen. Das geht natürlich los, dass ich von meinen Mitspielern, auch wenn sie Rädler, Birk etc. heißen, natürlich wieder mehr das Englische auch im Training zum Besten geben, wo der eine oder andere sich ein bisschen schwer tut aus der Region, aber das sind also Dinge, die natürlich wichtig sind. Auch in den beschaulichen Wangen, finde ich, hat einen besonderen Reiz, wenn man da mal wieder ein Training vorwiegend in Englisch abhält. Tut Wangen ja vielleicht auch gut, so ein bisschen internationales, ja. Flair. Genau. Am Wochenende spielen Sie gegen Schwäbisch Hall, die sind nur zwei Plätze besser als Sie. Kommen die neuen Spieler da schon zum Einsatz? Leider nicht beide, weil der Rick, wie gesagt, verspätet erst nächste Woche eintreffen wird, weil er noch den Nationalmannschaftseinsatz für eben Jamaika hat. Aber der Saiku Omar wird dementsprechend morgen sein Debüt geben. Beide sind bereits spielberechtigt, die Pässe liegen vor. Insofern werden wir das sofort nutzen und ich hoffe, dass wir nächste Woche beim nächsten Heimspiel dann beide im Allgäu-Stadion präsentieren dürfen, zusammen. Der FC Wangen hat ein bisschen aufgerüstet, vermeldet zwei Neuzugänge, die aufhorchen lassen. Mit Saiku Omar Savo aus Gambia und Rick Smith aus Jamaika wollen die Wangener in der Verbandsliga Württemberg endlich wieder nach oben kommen. Wir sprachen mit Peter Alber, Trainer des FC Wangen. Dankeschön nach Wangen, Herr Alber. Danke auch.